Das nennt man einen ganz schlechten Start ins Video. Leo, du solltest mir nicht immer so in die Nase putzen. Noch nicht Oma. So. Ja. Leucht. Jetzt zieht's durch. Ja, gut. Hi. Warte mal, ich brauche noch den zweiten Finger. Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute mit widrigem Start. Das kann man sagen, was man will, aber der lief jetzt nicht so gut. Ja, heute ist Mittwoch. Heute bin ich wieder mal nicht allein. Wieder mein Hase räumt gerade die Schränke abgefüllt. Aber ja, wir wollen jetzt mal nicht von Leo reden. Wir wollen nicht über mein Knie im Bild reden. Nein, wir wollen über die Respektrente reden. Ja, ich habe mir jetzt am Freitag auf Samstag in der Mediathek Hart aber fair angeschaut. Sehr gute Serie. Nein, eigentlich ist keine Serie, sondern Sendung. Eigentlich auch nur eine Talkshow eher. Na gut, wir wollen mal nicht so genau sein. Und da ging es um das Thema diese Gerechtigkeitsrente. Und da war der Minister Hubertus Heil da, den ich übrigens einen sehr sympathischen, der hat auch einen sehr sympathischen Eindruck auf mich gemacht. Und die Chefin vom VDK, die hat mich wirklich sehr beeindruckt. Also ich fand es toll, weil sie, ja, sie hat gute Argumente vorgebracht und sie war so gefühlt die Einzige, der es nicht darum ging, irgendwelche Wähler abzuräumen oder irgendwie sich da zu profilieren, sondern der ging es wirklich um die Menschen, die da dahinter stehen. Und ja, ich verstehe natürlich, dass es wichtig ist, dass die Rentner nicht in Altersarmut kommen. Und mir ist das alles sehr bewusst. Und ich muss sagen, ich bin auch voll dafür, weil man wird es nicht glauben, aber ich habe auch Großeltern. Sogar zwei Stück davon. Wobei das irgendwie bei uns ja so ist, dass ein Paar in Rente ist und das andere, die werden wahrscheinlich noch in ihrem Geschäft sterben. Davon gehe ich aus. Also. Und selbst dann werden sie wahrscheinlich noch als Gespenster in dem Laden rumspucken. Ja, aber das finde ich auch in Ordnung, weil man kann es ja so machen, wie man es möchte. Ja, immer dieses, ne, das ist so fadenscheinig, dieses, man kann es machen, wie man es möchte. Das ist so dieser Anfang von, ich bin aber voll dagegen, aber ich bin so tolerant. Ja, nee, also, darum soll es ja nicht gehen. Aber ich möchte auch wissen, dass wenn meine Großeltern zum Beispiel, sei es, wenn einer der beiden, Gott bewahre und toi, 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 und auf Holz geklopft. Ich bin irgendwo Holz. Dass meine Großeltern noch lange leben. Aber wenn einer von beiden dann mal zum Beispiel selbst versterben sollte in 100 Jahren, davor geht es gar nicht. Also das sage ich jetzt mal ganz direkt. Davor geht da nichts. Dass der andere dann auch eine gewisse Sicherheit hat. Und dass der andere dann dennoch ein gutes und würdevolles Leben führen kann. Und ja, ich finde es gut, dass es da jetzt neue Schritte gibt, dass es jetzt eine Grundrente geben soll, finde ich auch in Ordnung. Und jetzt kommen wir zu dem berühmt-berüchtigten, was alle Leute immer viel zu spät ablassen, aber. Aber ich finde es ich sehe darin drei Probleme. Und für mich persönlich, als ich so zugehört habe, waren es gar nicht mal so diese Probleme mit, wie finanziert man es und so weiter und so fort, sondern ich sehe da eher andere Probleme darin. Und das sind so Logikprobleme, die ich darin erkennen kann. Zum Ersten ist mir aufgefallen, es soll aus Steuergeldern finanziert werden. Aber es ist ja so, dass die Großeltern dennoch Steuererklärungen machen müssen, dass sie Steuern einreichen, dass sie Mehrwertsteuer zahlen. Und wenn du Geld kriegst, aber parallel dasselbe Geld wieder in diesen Topf wieder reinzahlst, dann hast du ja eigentlich keinen Plus, wenn wir uns mal so ein bisschen weiterdenken. So ist zumindest mein Gedankengut. Weil wenn man zum Beispiel sagen sollte, ab einem gewissen Alter entfallen halt einfach, muss man keine Steuern mehr zahlen, keine Steuererklärung mehr machen. Dann wird wahrscheinlich der Staat innerhalb von Monaten pleite gehen, wenn wir ein Rentnerstaat sind, aber aber es wäre zum Beispiel, dann würde diese Art der Rente wirklich erst Sinn machen. Das zweite Problem, das ich darin sehe, ist die Gerechtigkeit.
Ich finde es gerecht, dass Leute, die 35 Jahre und länger gearbeitet haben, was bekommen. Aber ich finde es nicht gerecht, dass man sagt, es soll keine Überprüfungen geben, weil es sei würdelos. Und ich finde es nicht gerecht, weil es gibt Leute, die sind in der Grundsicherung und die sind da sicher nicht drin, weil sie aus Spaß an der Freude, sondern weil sie schlicht und ergreifend krank sind oder weil sie nicht arbeitsfähig sind. Und die müssen sich jährlich bis halbjährlich diesen Untersuchungen und diesen ganzen Überprüfungen stellen. Und das ist dann einfach nicht fair, wenn es auf der einen Seite die Rentner sind, die dann wahrscheinlich im Laufe ihres Lebens viel mehr Geld angesammelt haben, weil sie eben aufgewachsen sind und mit der Devise sparen, sparen. Oder wie hieß es? Sparen, sparen, Häuschen bauen? Ja, so in der Art. Also die haben sicher mehr Rücklagen zum größten Teil, aber eben auch nicht alle. Und dann auf der anderen Seite sind Leute, die sind, um jetzt mal mich als Beispiel zu nehmen, aber ich bin nicht die Einzige, es gibt auch bestimmt Leute, die sind noch jünger als meine Wenigkeit, die sind gerade mal 25 oder 30 oder, wollen wir meinen Vater reinbringen, 50. Und die haben dann auch Rücklagen und haben vielleicht auch ein bisschen was gespart auf ihr Leben gesehen. Und denen wird es dann abgezogen, weil sie keine Rentner sind und nicht die, weil sie nicht die größte Wählergruppe sind. Und das dritte Problem, das ich erkenne, ist, dass es mal wieder so Politik für die Rentner ist, weil Rentner ja die sind, die im Moment noch in der Überzahl sind und die den größten Teil der Wählerschaft stellen. Allerdings gibt es da diese ganz schlechte Angewohnheit an denen, die verschwinden auch ganz schnell mal und dann dezimieren die sich und dann sind es eher die jüngeren Leute, die wählen. Und ich glaube, ich für meinen Teil, wenn ich jetzt höre, also die Jungen kriegen jetzt gar nichts dieses Jahr, außer vielleicht, nein, das können wir noch diskutieren, aber die Rentner kriegen dann eine Respektrente. Dann, was ist dann der erste Gedanke, der mir kommt? Das ist nicht ganz fair. Und wenn ich dann denke, das ist nicht fair, dann denke ich mir, ja, warum soll ich die wählen, wenn die keine Fairness schaffen? Ich finde, das Wichtigste ist, dass wenn man zum Beispiel etwas für die Rentner tut, dass man dann auch was für die jungen Leute tut oder auch für die kranken Leute und nicht immer nur an eine Menschengruppe denkt. Was ich aber auch schwierig finde, ist, wenn man so Politik macht, die am Ende des Tages gar keinen Unterschied mehr bringt. Ich meine, es ist so, dass natürlich mit dieser Respektrente auch ein Hartz IV-Verbesserungsdings da dabei ist. Dass die auch nur die Idee haben, wir können das Hartz IV verbessern. Aber was mir da ganz ehrlich gesagt fehlt, ist, denn ihre Idee ist, wir wollen die Sanktionen etwas runterschrauben und Teil 2, wenn man Rentner ist, kriegt man 3 Jahre irgendwie mehr oder irgendwie sowas. Und da denke ich mir dann, ist ja eigentlich nicht wirklich dolle, weil ich meine, das bringt dann am Ende des Tages für die, die in dieser Lage sind, klar, es gibt Leute, die kriegen aus unfairen Gründen Sanktionen, aber es gibt eben auch viele, die kriegen es mit Recht. Und wenn du dann da sitzt und sagst, na, wir wollen jetzt die Sanktionen abschaffen, dann ist es doch eigentlich nicht hilfreich, wenn die Sanktionen, die diese bekommen, für diese schlimm, also es ist nur ein kleiner Prozentsatz zu denen, die keine Sanktionen bekommen, die aber trotzdem kein Geld zum Überleben haben. Und da finde ich, dann wäre es doch eigentlich eher sinnvoller, mal für wohnbaren Lebensraum zu schaffen. Steuern auf Lebensmittel zu reduzieren, auf Kleidung, auf meinetwegen Elektronik kann die Steuer behalten, weil es ist ein Luxusgut. Aber die Dinge des alltäglichen Lebens vielleicht ein bisschen für die Leute erschwingbarer zu machen, sodass man nicht so das Gefühl hat, ich muss einen Kredit aufnehmen, wenn ich mir ein Brot kaufen will. Sein altes Unidun-Nudeln. Packchen, das sind immer als Baby drin gesessen. einfach so dieses für jemanden, der in dieser Situation ist, es einfacher zu machen. Und nicht nur für die, sondern vielleicht auch für andere Leute, weil ich meine, vielleicht will man sich ein Haus kaufen und hat das Geld nicht, weil es kommt Grundsteuer, Mehrwertsteuer, Steuer. Ich meine, wir sind echt Weltmeister im Steuern aufbauen, aber wir sind nicht unbedingt Weltmeister darin, dafür dann was dafür zu tun, dass unsere Staat weniger verschuldet ist und alles das.
Irgendwie schon komisch. Naja, das ist ja ein anderes Thema. Ja, oh, da müsste ich mich ja reinfuchsen und ganz ehrlich, nee, das lasse ich mal. Das lasse ich. Aber ich finde es einfach, wenn wir überlegen, an einen großen Honigtopf mit Geldern ranzugehen, dann sollten wir nicht immer nur den Honigtopf schröpfen, sondern wir sollten vielleicht auch mal den Honigtopf auffüllen, dass es dann am Ende des Tages nicht so ist, dass sich die Sachen. Ich habe vor kurzem erst irgendwo gehört, nämlich diesbezüglich, deswegen komme ich drauf, dass im Jahr 2020 oder 2022 es so weit ist, dass die Quote der Rentner und der, die einzahlen, sich auf dem gleichen Stand befindet. Also dass die einzahlen und die rausnehmen, gleich viel sind. Und das finde ich nicht unbedingt, dass das halt sehr klug ist, wenn man das so weiterhin so hinten so dann behandeln. Ich finde, wir sollten vielleicht mal bei denen etwas holen, die tatsächlich mehr haben. Ich meine, ja, es gibt genug Millionäre in Deutschland, die kaum Steuern zahlen. Und es gibt auch so große Konzerne wie Apple oder wie Google, die zum Beispiel dann Sachen machen, wie Leute auf die Straße schicken für ihre Projekte, aber keine Steuern zahlen. Was ich damit meine, erzähle ich euch übrigens am Freitag. Das war eigentlich alles, was ich euch erzählen wollte. Ich muss jetzt meinem Hasen gleich was am Kopf schmeißen, weil der jetzt halt aufhört, an Sachen rumzunagen, die nicht ihm gehören. Gut, er hat aufgehört. Das bringt was. Ja, und ja, das war eigentlich alles, was ich euch heute erzähle. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht und was eure Meinung ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an liebe@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dahin, ciao. Jo, lasst es.